Willkommen zurück zu Tomb Raider. Beim letzten Mal haben wir, sind wir mal wieder ordentlich verkackt, weil da so ein Typ auf so einen Skateboard daherkam, hat so eine Longboard-Tour gemacht und dann hat er uns erstmal umgenutzt. Und ja, da müssen wir jetzt immer wieder hinkommen, das heißt, wir müssen immer wieder in Vorbereitung für das Dahinkommen irgendwie vonstatten kriegen, wie zum Beispiel hier einmal rüberspringen, über die Schlucht und Gedöns. Dass ich nochmal so schön hinkriegen würde, das wäre super. Und hopp. Noch sieht's gut aus. Dann kommt doch jetzt hier irgendwo so eine Kugel, ne? Ja, ich höre sie schon. Hallo, Kugel. Schön, dass du auch hier gewesen bist. So. Auch schön nicht die Kante getroffen, damit ich auch nicht darunter rutsche. Das ist ausnahmsweise mal etwas, da soll sie tatsächlich mal nicht die Kante treffen. Das kann sie, das hat sie gelernt. So, und dann kommen wir jetzt hier wieder zum Schalter hin, können den Schalter wieder betätigen, dann können wir den ganzen Weg wieder zurück, damit wir dann im Endeffekt wieder weiterkommen. Ständiges hin und her und hin und her und Gedöns. Rums die Bums, hat's gemacht. Ach ja, da liegt ja noch was. Das wollen wir ja mal mitnehmen, vorsichtshalber. Man weiß ja nie, ob man das noch gebrauchen kann. Und dann, wie gesagt, geht es den ganzen Weg wieder zurück, damit wir dann irgendwo irgendwie irgendwas töten können. Ne, töten ohne Klöten ist immer gut, glaube ich. Obwohl, ne, ich habe keine Ahnung. So, muss ich hier wieder vorsichtig irgendwie rüberspringen. Ich habe jedes Mal Schiss, dass ich da in diese Schräge dann berühre und dann Ende Gelände, weißt du. Ich kenne mich ja schon ein, zwei Tage. Das wäre dann direkt die Wand. Jetzt hat sie sich wieder gedreht. Das ist zu weit. Das würde theoretisch klappen. Auch praktisch hat es geklappt. So, müssen wir wieder hier vernünftig positionieren. Pixelgenau, dann gleich springen. Und das ist die Wand. Hast du schön gemacht, Lara. Hast schön die Wand getroffen. Und was sagt sie so, die Wand? Immer noch sehr wandig, ja? Sie ist sehr gewandt. Ja, so eine Wand, ne? Also die ist schon, ne? Also wow. Mehr ist einfach nicht drin. So, hier soll es dann weitergehen. Hier waren wir beim letzten Mal schon. Sind dann nur nicht wirklich weit gekommen, weil ich einfach, naja, ich bin. Und von daher, nö. Also wirklich, nö. Jetzt komm, geht aber hoch. Och, Lara. Lara, Schätzelein, das geht so nicht. Was sollen denn die Leute von dir denken? Genau, da war das rein. Das heißt, wir nehmen mal ganz kurz einmal die hier. 1350 Schuss. Hast du den letzten Schuss nicht gehört? So, einmal hochgeheilt. Und gucken wir mal, wo Mr. Skateboy-Guy herkommt. Skaterboy. Skaterboy, Skaterboy. Da ist er. Ja. Tue ich. Wow, wow, wow. Nicht schon wieder hier sterben. Ich mache hier so den Jumper hier. Sollst du ihn schon treffen, ne, Lara? Das geht so nicht. Alter, was die auch an Schaden hinkriegt von das bisschen, was die da hat. Der Depp da. Er ist tot. Hat er auch wieder was gedroppt? Er hat was gedroppt, und zwar meine Uzi. Yay. Uzi ist mit 600 Schuss. Ist ja immer noch nicht wirklich viel mehr geworden. Gut, das war jetzt Skaterboy. Longboard-Typ, keine Ahnung. Hier geht es jetzt theoretisch weiter, da haben wir einen Speicherpunkt. Ich will aber nochmal so ein bisschen gucken, ob hier und dort und überall irgendwo was rumliegt, außer Lava. Lava ist ja auch immer ganz schön. Mit Lava kann man gut rumlavern. Vor die Lavatasche. Aber
Nichtsdestotrotz. I need more items. More. And even more. Until I have any item I could get. My English pronunciation is the very best. Einfach nur, weil ich es kann. Dann haben wir Uzimuni. Yay! Uzimuni ist auch irgendwie voll das dämliche Wort, habe ich so das Gefühl. Das wird das Unwort 2017. Uzimuni. Bestimmt unter den Nominierten. Vielleicht aber auch nicht. Höchstwahrscheinlich nicht. Gut. Ich habe jetzt so in der Ferne jetzt nichts weiter gesehen. Dann gehe ich mal davon aus, dass es auch tatsächlich nichts weiter gibt. Ich meine, dieser Raum hier so an sich sieht ja schon ganz nett aus mit den Säulen und so was und auch so voll wichtig. So als würde man in eine große Halle reinkommen und dann erstmal, ne? Ne? Also wirklich schwer im Bosskampf mit viel Bewegung und so was, aber nö. Also, nö. Warte mal, machen wir von der Seite, damit ich hier beim Laden wieder sehe, wo ich lang soll, nicht, dass ich dann jedes Mal in die falsche Richtung laufe und. Ich kenne mich ja schon ein, zwei Tage. So, da haben wir, da soll es weitergehen. Und da haben wir eine Sackgasse. Das ist jetzt gut. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ah. So, jetzt ist aber gut, ne? Kommt die zurück? Nein, da kommt eine. Rollt aber nicht runter, okay. Das sind aber schon so, ne? Arschige Bälle. Die haben nicht mal einen Arsch. Bälle ohne Arsch. Arschige Bälle. Also irgendwie nicht so arschig. Weil kein Arsch vorhanden ist. Aber ich schwafel schon wieder hier irgend so einen Blödsinn zusammen. Es tut mir leid. Manchmal, ich weiß auch nicht. Da schaltet halt das Hirn so komplett aus. Und dann macht nur noch das Mundmodul irgendwas. Irgendwas, was mit ganz viel Watt zu tun hat. Yay, sie hat sich die Kante gegeben. Ich bin stolz auf dich, Lara. So viel Action sehe ich selten von dir. Traut sich ja richtig was. Was ist da los? Frage ich mich. Ich frage mich ernsthaft, was ist da los mit dem Mädel? Was geht in ihren Kopf vor, dass sie plötzlich die Kanten nimmt? So, hepp. Müssen wir noch weiter hoch? Das ist ein Felsen. Der Fels ohne Brandung. Da oben soll ich hoch. Ah, okay. Das heißt, hier einmal. Oder auch nicht. Warum auch immer sie jetzt diese Kante absolut nicht haben wollte. Ich kann es leider nicht sagen. Wahrscheinlich eine aus der Lust und Laune heraus oder sowas. Könnte ich mir vorstellen. Ach, jetzt sind wir wieder hier mit den Kugeln des Todes. Ist es jetzt richtig, dass hier rechts keine kommt? Doch, hier kommt auch eine! So, jetzt ist aber Schluss. Jetzt kommt hier noch die von links. Da, 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 da. Ich bin eine Kugel. Ich roll hier nur. Ich spiele heute Rumkugel. Weil Rumkugeln tun Rumkugeln. Klingt komisch, ist aber so. Rumkugeln tun Rumkugeln. Noch Fragen? Ich hoffe nein. Ja, ne? Das war schön. Schön hast du das gemacht, Lara. Du hast genau nichts erreicht. So wie bei deinem Abitur. Damit hast du auch nichts erreicht.
So. Ich spring's auch mal drauf, anstelle eine Kante zu nehmen. Ich weiß auch nicht, wie sie es machen will, ne? Sehr unschlüssig, das Mädel. Sehr unschlüssig. Und hopp. Und dann hier auch nochmal. Diesmal von einer anderen Position aus. Vielleicht klappt das. Ja, das klappt auf Anhieb. Ohne Probleme. So, und dann kann ich jetzt da hoch. Hallo? Ist das jetzt Sand oder was soll es wieder darstellen? Den kann ich doch bestimmt hier verschieben. Der sieht doch gerade hier so gebückt, so als würde es verschieben können. Ja, genau. Genau diese Art von Animation meine ich. So. Dann sind wir auch schon wieder im nächsten Raum. Ist immer noch alles voller Sand. Wäre das Minecraft, würde das alles einstürzen. Dann mit dem Verschiebeblock. Dann mit Dunkelheit. Hier haben wir echt nur Dunkelheit. So, dann schieben wir den auch mal rein oder ziehen ihn raus, je nachdem. Das klappt bis hierhin schon mal gut. Aha. Aha. Da ist eine Tür, da ist ein Loch. Gehen wir durch das Loch. Durch die Tür können wir nicht, weil mangels Schlüssel oder sowas. Oder vielleicht ein Hebel, den wir umlegen müssen. Ist ja nicht jedes Türschloss mit einem Schlüssel versehen. Hier komme ich nicht geschoben, da muss ich rausziehen. Da kann ich noch so viel rumhanteln. Aber ich kann ja jetzt hier in den, wo wir verschieben, aushalt reinschieben. Ich glaube nicht, dass es Sinn macht. Wenn ich den jetzt wieder da reinschiebe. Es hat bestimmt einen Sinn, dass ich den hier einmal so rausziehen kann. Hm. Die andere Richtung ging nämlich nicht, weil da ist dann keine zwei Blöcke zwischen oder sowas. Die Frage ist jetzt, wie kriege ich jetzt die Tür da auf? Um welchen tieferen Sinn soll jetzt dieses Sandblock verschieben gehabt haben? Oder ist hier hinter vielleicht noch was? Hm. Die Sache ist jetzt die, ich kriege das hier jetzt nicht verschoben. Ohne dass ich mich wieder aussperre. Ja, so komme ich nämlich nicht wieder rein. Ja, hier brauche ich auch nicht schieben. Oder kann ich den weiter reinschieben? Will ich den überhaupt weiter reinschieben? Ich habe keine Ahnung. Aber sowas von keine Ahnung. Ah, was haben wir denn da? Da ist UNA-Durchgang. Mit UNA-Speicherpunkt. Nutzen wir mal ganz fix. Und dann sehe ich auch schon, muss ich wieder eine kleine Aufnahmepause machen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Tomb Raider, wo wir dann gucken, wie wir dann hier weiterkommen. Bis dahin, viel Spaß noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.